Hallo, da ist Florian Rackel und es ist der zweite Teil zu dem Ping-Trip, den ich gemacht habe nach England, diesen Frühjahr im März. Und es ist jetzt der zweite Teil, in dem es um das Fitting geht. Wir waren ja mit ein paar Leuten da oben und da war auch ein Pro-Kollege von mir mit, der Florian Rupprecht, auch schon langjähriger Pro, auch ein sehr, sehr guter Spieler. Und wir haben anhand von ihm so einen Fitting-Prozess durchgemacht. Es geht jetzt speziell in diesem Video um ein Eisenfitting und wie das bei Ping genau abläuft. Es ist, wie gesagt, Ping Headquarter in Gainsborough in England. Das ist die Zentrale in Europa und auch das Fitting Center, wo die ganzen Vertragsspieler gefittet werden, die europäischen. Ja, also da kommen die ganzen Spieler hin von der European Tour, von der Challenge Tour und werden hier auf ihre Schläger gefittet und da wird alles gemacht. Wir werden uns das Fitting jetzt im Eisenbereich anschauen mit dem Flo und ich wünsche euch schon mal viel Spaß und wir gehen gleich direkt rein. Gut, wir sind hingekommen auf den Golfplatz hier und es war wirklich, wirklich cool zu sehen, wie das Ganze eben bei den Engländern abläuft. Wir sind hier hinuntergegangen in das Fitting Center und es war beeindruckend, wie groß das Ganze auch von innen ist. Wenn wir hier reingekommen sind, hier war natürlich auch die Fittingstation für Putter, natürlich die ganzen Eisen, was wir uns dann genau anschauen werden mit dem Flow, auch Driver-Fittings, natürlich alles ist da drinnen, was man bei Ping irgendwie bekommen kann. Und es war sehr, sehr imposant zu sehen, auch wie dann gearbeitet wird. Ja, wir sehen hier ganz schnell bei den Puttern. Der goldene Putter von Bubba Watson zum Beispiel, bei einem Major-Sieg bekommt dieser ja das Modell, das er spielt, komplett oder fast komplett aus Gold. Ich glaube, wenn bei einem Major-Sieg bekommt Bubba einen komplett goldenen Putter, hat schon zwei, ganz cool. Auch hier Oosthuizen, ein Wedge von ihm, ein Eisen. Also es war sehr, sehr cool auch zu sehen. Wie ich schon in einem anderen Ping-Video gesagt habe, die Firma unglaublich interessant. Hier die ganzen Putter-Modelle, unzählige in verschiedenen Variationen, Griffen und so weiter. Und wenn wir dann mal hineingehen in dieses Fitting Center, hier sind drei Plätze, gearbeitet wird mit Trackmans. Ihr seht hier die ganzen Schlägerköpfe, die ganzen Schäfte, alle Variationen, was man bei Ping nur irgendwie bekommen kann, kann man hier testen. Griffe natürlich, alles Mögliche und eben drei Stationen, die ausgestattet sind mit Trackman. Die Driving Range auch relativ lang, so dass man wirklich perfekt fitten kann. Hier sehen wir noch die speziellen Treiberschäfte, die ganz die teuren sind hier hinten drinnen. Ja, und wir haben dann begonnen mit dem Fitting mit dem Flo. Und das war ganz interessant, denn er hat gespielt Eisen, die einen Grad flat waren vom Lie in Standardlänge. Und bei dem statischen Fitting sind wir auf sehr was Interessantes gestoßen, denn er bräuchte 2 Grad upright. Es war dann ziemlich lustig, weil das besonders er nicht erwartet hat. Ja, und wir haben es dann einfach ausprobiert. Bei Ping funktioniert das so, dass sie am Anfang, bevor der Trackman überhaupt eingeschaltet wird, wird statisch gemessen. Ja, dann kommen Tapes auf die Sohle, um den Leihwinkel mal als erstes zu checken. Länge und Leih wird als erstes gecheckt und hier haben wir jetzt eben dann die Tapes hinaufgetan, um somit im Treffmoment den Abrieb zu sehen, wie der Schläger in welchen Winkel die Sohle auf den Boden trifft, ob das eher Toe-lastig ist oder eher Heel-lastig, um hier den perfekten Leihwinkel auch für den Spieler zu finden. Gut, es war für ihn sehr, sehr komisch, denn der Schläger war auf einmal 3 Grad mehr upright, also insgesamt jetzt 2 Grad upright. Ja, und es war wirklich lustig, denn das Ergebnis war total interessant. Er hat hier mal 3 Schläge gemacht, mit jedem Tape haben wir einen Schlag gemacht. Und ihr seht schon hier, der Abrieb war hier in der Mitte und das war bei allen 3 so. Ja, das heißt, wir sind dann im Nachhinein draufgekommen, dass der Flo gewisse Schläge produziert hat, Fehlschläge, die er aus seiner Laufbahn kennt und die wahrscheinlich aufgrund von diesem Leihwinkel passiert sind, weil das einfach nie genau professionell angeschaut wurde. Ihr seht jetzt hier die 3 Abstriche, alle 3 gerade, obwohl er das Gefühl hatte, er kann diesen Schläger nicht treffen. Ja,
nur aufgrund dessen, weil wir es den Live mal geändert haben und es einfach probiert haben. Gut, danach, ihr seht hier die ganzen Tags, was eingegeben werden können bei dem Trackman. Wir haben dann natürlich versucht, verschiedene Schäfte in der verschiedenen Gewichtskategorien und so weiter zu testen, um für ihn den perfekten Schaft auch zu finden. Ja, es war sehr, sehr interessant, dann die Streuung, die Distanz und die Spin-Werte zu beobachten, was da dann passiert mit den Schäften. Und wir haben natürlich auch Eisen probiert mit ihm, mit seinen ursprünglichen Specs, mit 1 Grad Flat und eben dem Stiff von KBS-Schaft. Ja, und haben dann eben verglichen mit 2 Grad Upright und eben auch ein paar anderen Schäften. Ja, und es war wirklich super, super interessant zu sehen, was dann herausgekommen ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr hier das nochmal seht, die ganzen Möglichkeiten, was hier auch sind. Also jeder, der noch nie ein professionelles Fitting gemacht hat, dem kann ich das nur wärmstens empfehlen. Auch anhand von einem sehr, sehr guten Spieler, einem Pro eben, wie das der Flo ist, hat man gesehen, wie viel diese Sachen ausmachen, wenn der Schläger eben passt oder nicht. Und wir sind eben drauf gekommen, dass am Ende diese Fehlschläge, die er gern produziert hat, aufgrund von den falschen Specs entstanden sind, in Form von einem, ja, kann man fast sagen, Schwungfehler, der sich eingeschlichen hat. Es war am Anfang komisch für ihn, aber er hat sich sehr schnell daran gewöhnen können und das Ergebnis war unglaublich gut und er hat eine riesen Freude gehabt, dass das so passiert ist an diesem Tag. Ja. Wir haben dann verglichen, haben das perfekte Setup für ihn herausgefunden, ja, mit dem Project X LZ Schaft in Stiff mit 2 Grad Upright, die I200 Eisen sind es geworden und in einem langen Eisen haben wir dann ein G700 genommen. Ja, also das hat bei ihm super funktioniert. Ganz zum Schluss hat man dann noch eben genau den Griff vermessen, nochmal um sicher zu gehen, was man für eine Griffstärke braucht, was er auch für einen Griff haben möchte. Ja, so werden Fittings professionell gemacht und das war wirklich interessant zu sehen. Gut, das war's von dem Fitting bei Ping. Es war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, besonders wenn man den Weg gesehen hat, der hier gegangen wird. Es wird als allererstes die statischen Maße werden genommen und dann wird mal verglichen, wie weit ist man entfernt von dem, was der Spieler bis dato gespielt hat oder im Moment spielt. Und dann wird eben verglichen und sich angenähert. Beim Flo, super Beispiel, er ist von den Schlägerspecs komplett in eine andere Richtung eigentlich gegangen. Er hat dann auch gesagt, ein professionelles Fitting hat er in dem Sinn noch nie gehabt. Er hat immer seine Schläger mit 1 Grad flat im Leihwinkel gespielt. Und es kann natürlich sein, dass sich über die Jahre auch der Schwung dann verändert und das dann nicht mehr ist oder die Körpermaße anders werden, wenn man seit Jungen 1 Grad flat spielt, man wächst, es ändert sich. Ja, der Schwung ändert sich. Das muss angepasst sein. Ja. Und der Flo hat das eben nie richtig gemacht und deswegen war es sehr, sehr interessant zu sehen, was da rausgekommen ist. Ich kann mich genau an seine Reaktion erinnern, wo er das erste Mal diesen 2 Grad Upright Schläger hingestellt hat und er lachen musste und gesagt hat, das geht nicht. Und der erste Schlag war schon mit dem Abrieb an der Sohle komplett zentral. Ja, und es waren wirklich dann gute Bälle, die er geschlagen hat. Er musste sich dann natürlich dran gewöhnen, aber es ging sehr, sehr schnell. Ja, und ja, es war sehr interessant zu sehen. Zuerst von den statischen Maßen ging es dann eben dann erst um die Balldaten. Ja, wir haben dann verschiedene Schäfte probiert. Wir haben verschiedene Schlägerköpfe natürlich auch probiert. Ja, sind dann eben gelandet bei den I200 Eisen und in dem langen Eisen ein G700. Ich glaube, das 4er Eisen war es dann. Ja, und das war dann für ihn das perfekte Setup bis runter zu den Wedges, da sind wir dann in die Glide Wedges gegangen und wir haben dann eben die ganzen Daten von den verschiedenen Schlägern, verschiedenen Schäften und so weiter, haben wir eben verglichen und haben so das Beste herausgefunden. Das ist dann wie ein Ausschlussverfahren, das passiert. Das war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen von einem Fitter, der natürlich auch die Tourspieler fittet. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert unten dran, bitte liked das Video, teilt es auch gerne mit euren Freunden.
Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Mein Kanal ist voller Sachen mit Golf, Technik, Schlägertests, On-Course-Sachen. Es werden viel, viel neue Sachen auch kommen. Ja, liked, abonniert und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.